eigentlich untersucht werden. Da geht es also um Lärm, es geht um Luft, es geht um den Boden. Es geht natürlich um die Veränderungen für das Klima, und zwar das lokale Klima dort vor Ort, also zum Beispiel die Entstehung von Kaltluft, die Verdunstungsfähigkeit und auch auf das regionale und auf das globale Klima. Es geht um das Landschaftsbild. Es geht darum, ob Erholungsflächen verloren gehen. Es geht darum, welche Auswirkungen das natürlich auf den Mensch hat. Dort gibt es zum Beispiel Schulen und Kindergärten. Welche Auswirkungen hat das da drauf? Lärm, Emissionen und so weiter. Es geht um das kulturelle Erbe. Gibt es also in der Umgebung irgendwelche Bauten oder irgendwelche Landschaftsformen, die als kulturelles Erbe angesehen werden? Welche Auswirkungen hat dieses Vorhaben da drauf? Es geht um alle möglichen Sachgüter. Es geht um Erschütterungen, durch diese Fabrik zu erwarten sind, sodass zum Beispiel Wohngebäude oder andere Bauten, Kirchen zum Beispiel, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Es geht natürlich um das Thema Flächenversiegelung und Überbauung. Wir reden hier über 90 Hektar, die gerodet werden. Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Heute geht es um die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Gigafactory 4 von Tesla in Brandenburg. Das Dokument ist seit gestern im Internet verfügbar. Das Dokument liegt auch in seiner ganzen epischen Breite. Es sind über 160 Seiten in verschiedenen Ämtern in Brandenburg aus und natürlich auch in Grünheide und in den umgebenden Ämtern, sodass jeder, der dort wohnt und Interesse hat, hingehen kann und sich das Dokument anschauen kann. Es ist also praktisch das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung. Und ich habe mir sehr gerne die Mühe gemacht, so gut es ging, in den letzten 24 Stunden mich durch dieses Dokument hindurchzuwühlen und möchte euch an der Stelle jetzt heute mal ein bisschen die Ergebnisse zeigen. Zunächst mal zeige ich euch, wie ihr überhaupt zu diesem Dokument hinkommt. Ich habe hier für euch mal die Startseite aufgerufen vom UVP-Verbund. Hier sind also alle Umweltverträglichkeitsprüfungen der Bundesländer veröffentlicht. Und wenn man hier in dem Suchfeld Tesla eingibt, dann auf die Suche klickt, dann bekommt man also das Zulassungsverfahren Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Montage von Elektrofahrzeugen vom 3.1. Und wenn man dann darauf wiederum klickt, dann kommt man hier auf diese Seite. Und hier wird erstmal das ganze Vorhaben beschrieben. Hier wird auch beschrieben, wo das Ganze stattfinden soll, also der Raumbezug, also wer bisher immer noch nicht gewusst hat oder sich nicht sicher war, wo die Gigafactory entstehen soll, der findet hier also jetzt die genauen Angaben. Die Ansprechpartner für die entsprechenden Adressen stehen drin, die Verfahrensschritte. Wir sind also jetzt hier in der Auslegungsphase, die noch hier vorkommt, dann kommt es zur Erörterungsphase und so weiter und so fort. Und hier findet ihr dann praktisch diesen Bericht. Und wenn man den anklickt, dann, das habe ich für euch schon mal gemacht, dann bekommt man hier ein hochoffizielles Dokument von Tesla gezeigt, das die Ergebnisse, beziehungsweise nicht von Tesla, sondern ein hochoffizielles Dokument über dieses Bauvorhaben von Tesla. Und für alle von euch, die es jetzt ganz besonders eilig haben und die ganz besonders schnell informiert sein wollen, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt erstmal euch ein ganz schnelles, ganz kurzes Fazit geben. Dann schauen wir gemeinsam in dieses Dokument rein und gucken uns am Schluss die Zusammenfassung an, auf die diese Schnellzusammenfassung basiert, die ich euch jetzt mal geben werde. Nun, wie ist es? Es ist ganz klar, wenn man etwas herstellt, dann sind Auswirkungen auf die Umwelt unvermeidbar. Das gilt für landwirtschaftliche Produkte, genauso wie für technische Produkte, zum Beispiel ein Smartphone oder einfach nur diese Computermaus, die ich gerade hier verwende. Die Kamera, die vor mir steht, um das aufzuzeichnen, das Laptop, das hier neben mir steht, der Stift, mit dem ich mir meine Notizen gemacht habe oder natürlich auch ein Auto. Das heißt, im Prinzip lässt sich nichts herstellen, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf die Umwelt gibt. Es gilt nun in einer Umweltverträglichkeitsprüfung, diese Auswirkungen zu sammeln, zu katalogisieren, zu systematisieren, Kriterien zu erstellen, vor allem auch den Ist-Zustand zum Beispiel einer Fläche aufzunehmen, wo so eine Fabrik gebaut werden soll. Was ist da für Boden? Wie ist da das Klima? Wie ist die Luft? Wie sind die Schallemissionen? Wie sind die jetzigen Belastungen mit Schadstoffen und so weiter? Und das dann alles sozusagen in Bezug zu setzen zu dem, was dort neu entstehen soll und welche Auswirkungen von dem, was neu kommt, auf das, was schon war, dann zu erwarten sind. Das macht also eine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Und das macht sie sehr, sehr intensiv. So, jetzt in Schnellform, was ist dabei rausgekommen? Rausgekommen ist, dass im Prinzip von der Gigafactory von Tesla nur in der Bauphase nennenswerte Beeinträchtigungen für den Raum dort ausgehen werden. Das Ganze geht natürlich von einem bestimmungsgemäßen Betrieb aus, also nicht von Betriebsstörungen, Unfällen, Katastrophen oder irgendwelchen anderen Dingen, wo vielleicht Stoffe austreten können. Die, sagen wir mal, der einzige Bereich, in dem es sehr hohe Beeinträchtigungen geben wird während der Bauphase und durch die Bauphase, ist natürlich die Holzung des dortigen Forstgebietes, was dort platt gemacht werden muss, um die Factory dort zu bauen. Es sind 90 Hektar, die gerodet werden müssen. Roden heißt nicht nur die Bäume umlegen, sondern auch die Stubben rausnehmen, die Wurzeln rausnehmen, den Oberboden abfahren. Das heißt, das wird also alles komplett platt gemacht. Im Umweltbericht ist sehr schön beschrieben, welche Ausgleichsmaßnahmen dafür gemacht werden, aber auch was im Vorfeld schon getan wird, um Flora und Fauna entsprechend zu schützen. Und es wird auch sehr gut beschrieben, nicht nur welche Ausgleichsmaßnahmen stattfinden, sondern was ich sehr interessant finde, ist, es wird in diesem UVP auch beschrieben, dass letztlich der Bau dieser Fabrik dazu führen wird, dass auf der anderen Seite Emissionen an anderer Stelle wieder eingespart werden. Also nach meiner Lesart, ja, es gibt Beeinträchtigungen durch den Bau, aber die sind durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, sagen wir mal, zu kompensieren. Und ja, von daher glaube ich, dass dieser Bericht grünes Licht für die Gigafactory 4 gibt. Okay, das eine wirklich ganz, ganz komprimierte Zusammenfassung dieses Berichtes. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen intensiver rein. Ich habe gerade so ein paar Kriterien genannt, die so eine Umweltverträglichkeitsprüfung aufnimmt und überprüft. Und weil das so viele sind, habe ich mir jetzt mal hier ein paar Notizen machen müssen. Ich muss also jetzt mal kurz hier auf meine Notizen schauen, um euch mal aufzuzählen. Und das ist keine vollständige Aufzählung, welche Kriterien alle bei so einer UVP eigentlich untersucht werden. Da geht es also um Lärm, es geht um Luft, es geht um den Boden. Es geht natürlich um die Veränderungen für das Klima, und zwar das lokale Klima dort vor Ort, also zum Beispiel die Entstehung von Kaltluft, die Verdunstungsfähigkeit und auch auf das regionale und auf das globale Klima. Es geht um das Landschaftsbild. Es geht darum, ob Erholungsflächen verloren gehen. Es geht darum, welche Auswirkungen das natürlich auf den Mensch hat. Dort gibt es zum Beispiel Schulen und Kindergärten. Welche Auswirkungen hat das da drauf? Lärm, Emissionen und so weiter. Es geht um das kulturelle Erbe. Gibt es also in der Umgebung irgendwelche Bauten oder irgendwelche Landschaftsformen, die als kulturelles Erbe angesehen werden? Welche Auswirkungen hat dieses Vorhaben darauf? Es geht um alle möglichen Sachgüter. Es geht ob Erschütterungen durch diese Fabrik zu erwarten sind, sodass zum Beispiel Wohngebäude oder andere Bauten, Kirchen zum Beispiel, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Es geht natürlich um das Thema Flächenversiegelung und Überbauung. Wir reden hier über 90 Hektar, die gerodet werden. Es geht um Tiere, Auswirkungen auf die Tiere, die dort natürlich sich angesiedelt haben. Es geht um die gesamte biologische Vielfalt, um die Auswirkungen auf das Wasser, auf das Grundwasser und auf die Abfälle und noch einige andere Dinge mehr. Ihr könnt also sehen, das ist eine wirklich sehr, sehr umfassende Prüfung, die dort gemacht wird. Und die Prüfung läuft letztlich immer so ab, dass man sich anschaut, was ist da, wie ist der Ist-Zustand und welche Auswirkungen hat jetzt der Bau und der Betrieb. Vielleicht auch die Stilllegung, sogar vielleicht die Wiederinbetriebnahme und eventuell katastrophale Einwirkungen wie zum Beispiel ja, Erdbeben oder sonstiges auf dieses ganze Gebiet. Man schaut sich also alles wirklich einmal rundrum an. Jetzt gucken wir mal in diesen OVP-Bericht rein. Was ich schon mal ganz interessant finde, ist, hier wird mal auch genannt, Tesla hat also eine richtige Manufacturing-Firma oder Station gebildet, die in Brandenburg an der Havel ansässig ist, die sich also mit dem Bau dieser Fabrik beschäftigt. Und diese Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist also nicht von Tesla gemacht worden, sondern die ist von einer Beratungsgesellschaft gemacht worden, die darauf spezialisiert ist. Und wenn man sich den Umfang anschaut, ihr seht es hier oben, 246 Seiten hat alleine das Hauptdokument.
dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass man so ein Dokument nicht innerhalb von 5 Tagen oder 4 Wochen irgendwie erstellt, sondern dass mit Sicherheit dieses ganze Vorhaben schon viele, viele Wochen und Monate in der Vergangenheit irgendwo begonnen wurde. Sonst hätte man es so schnell das niemals aus dem Boden stampfen können. Ich habe Geografie studiert. Ich weiß so ein bisschen, welchen Aufwand es macht, solche intensiven Untersuchungen zu machen. Das kann man also nicht in kürzester Zeit machen. Wenn man mal in das Inhaltsverzeichnis guckt, ich roll hier nur mal so langsam drüber, dann seht ihr also, dass es ein sehr, sehr umfangreiches Dokument ist, in dem, ihr könnt es hier sehen, sämtliche Kriterien, die ich eben genannt habe, einzeln nochmal aufgeführt werden. Und zwar immer in dem Fall, was haben wir eigentlich und wie wird es denn werden, wenn? Also hier zum Beispiel die Beschreibung der möglichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. So, dann geht das Ganze natürlich, das seht ihr, dieser Kapitel 6 ist ein sehr, sehr umfangreiches Kapitel. Das sind die ganzen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Die Schutzgüter, also Mensch, Umwelt, Luft, Klima, Tiere, Boden, Wasser und so weiter und so fort. All das ist hier sehr, sehr ausführlich dargelegt worden. Das hat jetzt gar keinen Sinn, das in so einem Video alles durchzukauen. Ich empfehle euch aber sehr, wirklich mal selber reinzugucken. Wir verlinken dieses Dokument, um euch mal einen Eindruck zu vermitteln, wie intensiv hier dieses Vorhaben durchgeprüft wurde. Und das finde ich letztlich auch gut, denn jeder von uns, der so ein Produkt nutzt, ob ein Auto kauft oder was auch immer, der ist ja darauf angewiesen, dass dieses Produkt irgendwo auf der Welt hergestellt wird. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut, wenn man sich all diese Faktoren anschaut und einfach mal genau hinguckt, was passiert eigentlich und auch bewertet. Und nicht die Augen verschließt und einfach nur froh ist, dass so ein Fahrzeug zum Beispiel mit irgendwelchen Schiffen von irgendwoher angeliefert wird und man damit dann durch die Gegend fahren kann. Man sollte also immer das Ganze betrachten. Das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass diese Gigafactory hier gebaut wird in Deutschland. Wir haben hier ein sehr komplexes Regelwerk, was dann sicherstellt, dass, wenn hier etwas gemacht wird, es dann hoffentlich auch vernünftig umgesetzt wird. Ja, es geht sogar um grenzüberschreitende Auswirkungen dieses Vorhabens. Und es geht um die Maßnahmen, wie man diese Auswirkungen eindämmt und auch kompensiert. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Das ist sehr, sehr spannend. Und dann gibt es hier eine Beschreibung der Auswirkungen auf Naturschutzgebiete. Das muss natürlich genauso betrachtet werden. Eine ganze Reihe von Gebieten sind hier betrachtet worden, die dort in diesem Bereich sind. Und dann gibt es eine sogenannte allgemeinverständliche Zusammenfassung. Da gehen wir dann nachher nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ich gucke jetzt mal hier auf meinen Spickzettel und gehe mal an den relativen Anfang dieses Dokumentes. Wir sparen uns so ein bisschen den Einstieg. Da wird nämlich nur beschrieben, wer macht das Gutachten und wie ist es erstellt worden. Das ist bei solchen wissenschaftlichen Dokumenten immer ganz wichtig, die Methodik zu beschreiben. Das überspringe ich jetzt aber mal. Das geht also los bei der Baubeschreibung hier Kapitel 3. Wo liegt eigentlich genau dieses Gebiet? Das kennt ihr alles schon hier. Eisenbahn, Autobahn. Und das, was hier in Rot gekennzeichnet ist, das wird also zum Beispiel die Fläche, die gerodet werden soll. Ja, das ist also der Wald, der dort besteht, der sozusagen gerodet werden muss, um dort die Fabrik zu erstellen. Aber was schon mal ganz, ganz wichtig ist, ist festzustellen, es ist ein sogenannter Altersklassenbestand. Das bedeutet nichts anderes. Ich habe mal nachgeschaut, genau was das heißt. Ich bin kein Forstwirtschaftler. Das bedeutet, dass es sich um ein Forstgebiet handelt und ein Forst ist in dem Sinne kein Wald. Ein Forst ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche, bei der man alle 25 bis ungefähr 140 Jahre davon ausgeht, dass diese Fläche einmal komplett gerodet wird, also wirklich einmal komplett platt machen und dann wieder neu aufgeforstet wird. Das ist also ein Nutzwald. Das heißt, ob jetzt diese Tesla-Fabrik dort gebaut wird oder nicht, diese Fläche wird sowieso eines Tages einmal platt gemacht und dann wieder an dieser Stelle aufgeforstet. Der Unterschied ist jetzt hier, dass diese Fläche an Wald hier komplett gerodet wird und das Gebäude und diese ganze Anlage dort errichtet wird. Und dann muss natürlich als Ausgleich an einer anderen Stelle entsprechend die Ausgleichsmaßnahme stattfinden. Das ist in dem Bericht auch so erklärt. Es geht also netto keine Waldfläche in irgendeiner Art und Weise verloren. Klar ist natürlich auch, kommen wir später zu, dass die vorhandene biologische Vielfalt natürlich dann gestört wird. Hier können wir mal sehen, wie dieses Gebäude geplant wird. Es wird also ein zweigeschossiges Gebäude werden. In der ersten Etage haben wir zum Beispiel die Endmontage zu liegen, in der zweiten Etage zum Beispiel den ganzen Service und Support zu sitzen, wo die Sitze gefertigt werden. Hier auch ein Hinweis auf die Batteriefertigung. Auch eine interessante Sache, dass wir hier also erfahren, hier in der zweiten Etage werden die Batterien gefertigt.
Und alle anderen Werksteile wie Gießerei, Presswerk, Lackiererei sind in der ersten Etage. Das gibt also schon mal einen sehr schönen Überblick darüber, wie diese Fabrik aufgebaut sein wird. Ihr kennt ja letztlich auch schon die Bilder aus anderen. Dann ist, finde ich, auch in dieser UVP sehr schön, dass man mal aufzeigt, was für einzelne Produktionsschritte hier durchlaufen werden, sodass man mal auch einen Eindruck davon bekommt, wie eigentlich so eine Autoproduktion stattfindet. Es gibt ja auch verschiedene Videos dazu im Internet von allen möglichen Herstellern. Aber hier können wir nochmal nachlesen. Es gibt also ein Presswerk, es gibt eine Gießerei, in der zum Beispiel die Aluminiumgussteile hergestellt werden. Es gibt den Karosseriebau, das ist völlig klar. Es gibt die Lackiererei. Es gibt die Sitzfertigung, die hier sitzt. Es gibt die Kunststofffertigung, die Batteriefertigung ist drin. Hier vielleicht noch als Hinweis: Es werden also dort keine Batteriezellen gefertigt, sondern die angelieferten Batteriezellen werden dort zu Batteriemodulen verbaut. Also leider keine Batteriezellfertigung in der Gigafactory 4, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Der Antrieb wird hier gefertigt, das heißt Motoren, Getriebe, all das wird hier in der Gigafactory hergestellt. Es wird sogar beschrieben, die Unterschiede zwischen Verbrennungsmotoren und Elektromotoren und welche Materialien benutzt werden. Die Endmontage findet selbstverständlich hier auch statt. Das heißt, hier findet also eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe statt. Die ist höher als bei anderen Herstellern. Ihr kennt das auch anderen Berichten. Tesla baut sehr, sehr viel selber, macht sehr, sehr viel alleine, wo sich andere Hersteller auf viele, viele Zulieferer verlassen. Tesla tut das natürlich auch. Die bauen nicht alles alleine. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt mal sich hier zum Beispiel die Zahlen des Energieverbrauches anschaut, wie viel Tesla an diesem Standort selber machen wird. Und zwar werden zwei Arten an Energie verbraucht, benötigt in so einer Fabrik. Das eine ist Wärme für alle möglichen Produktionsschritte, natürlich auch also fürs Gießen zum Beispiel, heißt also fürs Schmelzen und um das Material dann gießen zu können, aber auch für die gesamte Beheizung dieser ganzen Anlage wird Erdgas als Energieträger eingesetzt. Und da habe ich ein bisschen geguckt und war ein bisschen erstaunt, als ich gelesen habe. Also es werden 16.000 Normkubikmeter Erdgas pro Stunde in dieser Fabrik verbraucht. Normkubikmeter ist ein Kubikmeter zu einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Luftdruck. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, sagen wir mal, normalen Kubikmeter, also was bei euch zum Beispiel zu Hause bei der Gasheizung gemessen wird. Es sind nur wenige Promille mehr, als so ein normaler Kubikmeter hat. Also wir können davon ausgehen, dass diese Fabrik bei Spitzenlast 16.000 Kubikmeter Erdgas pro Stunde verbrauchen wird. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Jetzt kann man ja mal vorsichtig rechnen, wie viel CO2 das pro Stunde ist. Ich rechne das nachher mal aus und wir blenden das dann hier auch nochmal ein. Das ist also schon eine ganze Menge. Aber man muss auch dann dazu sagen, es wird auch in diesem Bericht gesagt, dass natürlich hier fossiles Erdgas genutzt wird, was CO2 erzeugt und was auch die Atmosphäre belastet. Aber die Produkte, die hergestellt werden, also die Elektroautos, die dann emissionsfrei fahren, gleichen das bei weitem wieder aus, sodass man also in einer Plus-Situation. Das finde ich sehr schön, dass das in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung auch klar dargelegt wird. Bei anderen Autoherstellern, bei Verbrennern ist das nicht der Fall. Das heißt, da werden die Autos mit hohem Energieverbrauch hergestellt und erzeugen dann im Betrieb ja auch noch immer mehr Emissionen. Und nicht nur das Auto selber, sondern natürlich auch die ganze Vorkette der Benzin- und Dieselherstellung ist dann für hohe CO2-Emissionen entsprechend verantwortlich. Ja, dann kommen wir zum Strom. Hier steht, die geplante elektrische Leistung beträgt 109 Megawatt. 109 Megawatt, das ist ungefähr 50 Windkraftanlagen. Das hört sich erstmal sehr, sehr viel an. Dazu muss man wissen, dass in solchen großindustriellen Anlagen nicht nach Kilowattstunde, sondern nach Leistung abgerechnet wird. Das heißt, diese 109 Megawatt werden also die Spitzenleistung sein, die in dieses Werk reinfließt, wenn, sagen wir mal, alles zusammenkommt, jeder Büromitarbeiter sein Licht anhat, jeder Computer läuft und jede Maschine läuft. Ich meine, das sind Presswerke, die brauchen einfach unglaublich viel Energie, um diese Teile einfach herzustellen. Und ich denke, dass es dann verständlich ist, dass man hier eine ganze Menge an Energie braucht.
Das setzen wir jetzt wieder mal zur Relation. Wenn man sich so bestimmte Tage in Brandenburg anguckt, dann sind wir ja häufig mit 2.000 bis 3.000 Megawatt im Negativbereich. Das heißt, 2.000 bis 3.000 Megawatt Energie, die wir hier in Brandenburg erzeugen, die wir hier aber gar nicht verbrauchen und woanders hin exportieren. Und das ist dann nicht Braunkohle, sondern das ist zum Beispiel an besonders windigen oder sonnigen Tagen einfach mal Wind- und Sonnenenergie, die wir dann auch im großen Maße hier vor Ort gar nicht verbrauchen können. Das heißt also, diese Gigafactory wird also auch ein Teil sein, diese Energie hier lokal vor Ort aufzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch bei der Gigafactory 4 in Brandenburg mit Solardach rechnen können, vielleicht auch noch in Zukunft mit Windkraftanlagen, um den Energieverbrauch dieser Fabrik noch lokaler zu decken. Ja, und dann wird natürlich auch noch eine Menge Energieverbrauch zur Herstellung von Druckluft und für Kälte. Manche Produkte, also manche Teile müssen immer wieder erhitzt und abgekühlt werden, um zum Beispiel schlüssige Verbindungen herzustellen. Also man muss eben einfach mal klar sagen, auch so ein Tesla fällt nicht grün vom Himmel, sondern muss hergestellt werden und dafür braucht es einfach eine Menge Energie. Das ist nicht zu umgehen. Ja, dann sind die ganzen Rohstoffe aufgeführt, die in dieser Fabrik eingesetzt werden, Zwischenprodukte, Einsatzstoffe, Endprodukte, Brennstoffe, Hilfsstoffe, die eingesetzt werden und so weiter. Ganz spannende Angelegenheit. Boden wird natürlich verbraucht. Der Baukörper ist hier beschrieben. Der Baukörper wird eine Höhe von 24,5 Metern haben. Der höchste Schornstein von 37,5 Meter. Das werden also mehrere Schornsteine dort geben. Die Gigafactory liegt zum Teil in einem Trinkwasserschutzgebiet, deswegen wird besonders darauf Acht gegeben. Entsprechende Schutzmaßnahmen wie doppelwandige Tankbehälter und Rohrleitungen, Auffangbecken und so weiter, werden natürlich errichtet, sodass hier nichts in die Umwelt abgehen kann im Normalbetrieb. Wasser wird natürlich auch eine Menge verbraucht und diese Grafik hier, die möchte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Die zeigt nämlich den Wasserverbrauch, den geplanten Wasserverbrauch der Gigafactory. Wenn man hier mal links guckt, dann sehen wir, das geht also los mit 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde, die aus dem öffentlichen Wassernetz in die Gigafactory reinfließen. 372 Kubikmeter, das ist so ein Verbrauch, den, naja, eine drei- bis vierköpfige Familie vielleicht so im Jahr hat. Hier geht das also pro Stunde rein. Und ein Teil geht natürlich auch wieder raus. 252 Kubikmeter verlassen wieder die Fabrik in Form von Abwasser, was allerdings entsprechend behandelt ist. Also es wird entsalzt und entionisiert und gesäubert, sodass also natürlich keine belasteten Abwässer in die öffentliche Kanalisation gehen und dann zu den Klärwerken. Aber es bleibt auch eine Menge Wasser sozusagen in der Fabrik. Ein Teil davon wird immer wieder recycelt und ein Teil davon wird über die Kühltürme verdunstet. Nämlich 107 Kubikmeter pro Stunde werden verdunstet. 107 Kubikmeter Wasser pro Stunde, die verdunstet werden, ja, das hat dann natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf das lokale Klima. Hier wird also sehr viel Wasser an die Umwelt abgegeben. Jetzt darf man aber auch wieder nicht vergessen, dass der Wald, der vorher dort stand, natürlich auch ein extremes Verdunstungselement ist, sodass also in der UVP, also hier keine negativen Auswirkungen auf das lokale Klima benannt werden. Im Gegenteil, es wird sogar genannt, dass die Grundwasserneubildungsrate durch die Fabrik erhöht wird, weil eben weniger Wasser von der Fabrik an die Umwelt abgegeben wird in Form von Verdunstung, als das beim Wald wäre. Also jetzt könnte man sogar hingehen und sagen, so ist doch gut, diese Fabrik trägt sogar dazu bei, dass sich mehr Grundwasser bilden wird als normalerweise. Übrigens alles Regenwasser, was auf dieses Gebäude fällt, das ist ja eine große versiegelte Fläche, wird vor Ort auch zur Versickerung gebracht. Das ist kein Problem. Der Boden gibt das her, das ist kein Thema. Ja, dann geht es um das Abwasser. Hier könnt ihr mal sehen, was für Abwasser eigentlich auffallen. Ganz normal ist Sanitär- und Reinigungsabwasser. Auch die Mitarbeiter der Gigafactory müssen mal auf die Toilette oder machen sich mal eine Suppe. Kühltürme. Im Presswerk entsteht Abwasser, da muss man auch das Öl abscheiden, was natürlich gemacht wird. Es gibt eventuell potenziell belastetes Regenwasser. Das heißt also, das bedeutet, dass ein bisschen schwierig zu erklären, man davon ausgeht, dass Regenwasser, was auf das Gelände der Fabrik abregnet, eventuell durch das Gelände verunreinigt wird und dann in den Boden gelangt. Und dieses potenziell belastete Regenwasser, wenn man das feststellt, es wird also dauerhaft gemessen, welche Wasserqualität dort entsteht bei der Versickerung, dann wird das in einen Puffertank gespeichert, wird dann nochmal extra gereinigt und dann erst in die Einleitung hier geleitet. Genauso bei der Batteriefertigung und bei der Lackiererei wird also auch die Wasserqualität ständig überprüft und gegebenenfalls nachbehandelt und dann erst in die öffentliche Kanalisation abgegeben. Also man hat sich auch beim Thema Wasser hier eine ganze Menge einfallen lassen.
Ja, jetzt würde ich sagen, springen wir mal ein wenig in diesem Dokument. Und zwar springen wir mal auf die Seite 90. Ich tippe das mal hier oben ein. Und zwar geht es mal um die Zusammenfassung der Umweltauswirkungen. Wir haben jetzt also eine ganze Menge an Seiten übersprungen, sind mittendrin in dem Dokument. Hier wird erstmal aufgeführt, welche Wirkfaktoren es eigentlich während des bestimmungsgemäßen Betriebes gibt. Also hier haben wir die einzelnen Wirkfaktoren, wie zum Beispiel Luftschadstoffe, Schallemissionen, Geruchsemissionen, der Baukörper selber, Abfälle, Wasser und so weiter und so fort und auf wen das eigentlich wirken kann. Ne? Also nehmen wir mal zum Beispiel die Luftschadstoffe, die wirken natürlich auf Mensch und auf die menschliche Gesundheit, auf die Pflanzen, auf den Boden, auf Wasser, Klima, Luft und natürlich auch auf eventuell Kultur- und Sachgüter, die eventuell durch verunreinigte Luft beschädigt werden. So prüft man hier also jetzt wirklich Stück für Stück sämtliche Faktoren durch und kommt dann zu entsprechenden Bewertungen, die wir uns in der Zusammenfassung dann unten gleich mal gemeinsam angucken werden. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr positiv, dass man sich das wirklich alles im Detail anguckt. So detailliert, wie das in der UVP drinsteht, kann ich das hier im Video gar nicht nennen. Schaut einfach euch dazu dann das Dokument einfach selber nochmal an. Wir machen mal einen weiteren Sprung auf die Seite, meine Maus hakt gerade, auf die Seite 124. Und zwar, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, nämlich die Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung und zum Ausgleich von entsprechenden Beeinträchtigungen. Und hierbei geht es eigentlich jetzt wirklich hauptsächlich um das Thema Rodung, Boden, Tiere, Pflanzen. Was macht man eigentlich? Und da gucken wir, hier gucken wir jetzt mal kurz rein. Zunächst also stellt man fest, dass die Fläche, die entsprechend gerodet wird, das sind also insgesamt 153 Hektar. Ich habe vorhin 90 Hektar gesagt, das stimmt nicht. Es sind insgesamt 153 Hektar, die insgesamt gerodet werden. Und diese Rodungsflächen, das muss 1:1 ausgeglichen werden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hat Tesla angekündigt, sogar eine dreifache Fläche wieder aufzuforsten. Aber Aufforstung und Ausgleich ist nicht ganz genau das Gleiche. Es gibt da nämlich so bestimmte Faktoren, auch wie man das einteilt. Also es reicht nicht aus, einfach irgendwo 150 Hektar zu roden und irgendwo anders 150 Hektar Kiefern oder Fichten irgendwie wieder aufzuforsten, sondern diese Fläche, die gerodet wird, die wird bewertet, wo liegt diese Fläche, was hat sie für bestimmte Funktionen und entsprechend wird dann nach bestimmten Faktoren berechnet, was und wie wieder aufgeforstet werden soll und welche Kompensationsberechnungen dort vorgenommen worden ist, seht ihr hier. Also 102 Hektar liegen im Wasserschutzgebiet, 18 Hektar sind ökologisch wertvolle Waldbestände, 60 Hektar sind Erholungswald. Und hier seht ihr also praktisch den Faktor, um wie das wieder aufgeforstet werden muss. Und dann kommt man also zu dem Schluss, dass man in 114 Hektar sind Waldumbaumaßnahmen, die sozusagen ausgeglichen werden müssen. Und das wird auch entsprechend nach diesem Verhältnis gemacht. Dann kommen wir mal zum Tatbestand Verstoß gegen den Artenschutz. Also das ist auch so etwas, was mir beim Lesen dann hier so aufgefallen ist. Das ist ja erstmal, hört sich erstmal an wie irgendwie ein gesetzliches Verbrechen und das ist es natürlich in der Form nicht, aber es kommt eben einem Tatbestand Verstoß gegen den Artenschutz gleich, wenn man hier so eine Riesenfabrik baut und entsprechend Waldflächen rodet. Und selbstverständlich kommt bei Tesla keiner ins Gefängnis, nur weil man diese Factory bauen will, sondern es geht natürlich darum zu beschreiben, was macht man eigentlich. Und dann fängt das hier an, auf der Seite 126 mit der gesamten Beschreibung, wie man das entsprechend ausgleicht. Und zwar fängt man also zum Beispiel damit an, Zäune um dieses Gebiet zu bauen, um neu einwandernde Tiere sozusagen davon abzuhalten, noch bevor die Bauphase beginnt, in dieses Gebiet einzuwandern. Das heißt, man beschränkt erstmal dieses Gebiet und fängt dann an, die entsprechenden Tiere dort umzusiedeln. Das passiert so, dass man dann innerhalb dieses Gebietes Stück für Stück, Baum für Baum, Quadratmeter für Quadratmeter dieses Gebiet abgeht und zum Beispiel Fledermäuse, auch Ameisen und andere Tiere, Reptilien, Eidechsen und so weiter, wirklich einsammelt und diese dann an andere Stellen bringt. Das macht man zum Beispiel auch mit so einer Art Fallen. Das heißt, man baut für diese Tiere attraktive Gehäuse auf, wo sie sich dann ansiedeln, nimmt sie dann mit, bringt sie in die entsprechende Ausgleichsfläche und macht das dann so lange, bis man praktisch keine neuen Tiere mehr fängt. Man könnte also sagen, dass dieses Gebiet, was dort dann genutzt werden soll, ich sage jetzt mal,
enttiert wird. Das kann man natürlich nicht vollständig machen. Man gibt sich aber alle Mühe, die Tiere erstmal dafür zu sorgen, dass keine neuen Tiere einwandern und sich dort ansiedeln und zweitens, dass die Tiere, die drin sind, auch entsprechend umgesiedelt werden. Hier wird also nicht einfach dieser Wald irgendwie platt gemacht. Es darf zum Beispiel in diesem Waldgebiet auch nicht mit großen Maschinen gearbeitet werden. Das fand ich auch interessant. Es darf also nur praktisch mit Motorsägen gearbeitet werden. Große, bodenverdichtende, riesige Rodungsroboter, wie wir sie ja auch aus Kanada und aus Sibirien und aus anderen Ländern der Welt kennen, die dort zum Einsatz kommen, werden hier nicht angewandt. Es wird also wirklich sehr, sehr viel Handarbeit sein. So, das ist also praktisch so ganz kurz gesagt die Vorgehensweise, dass man also wirklich sozusagen dieses Gebiet durchkämmt und Stück für Stück die Tiere dann entsprechend umsiedelt. Interessant fand ich auch, und das ist mir noch nicht klar, wie das funktionieren soll. Es steht nämlich hier drin, dass die Fell- und Rodungsarbeiten bis zum 27. Februar erledigt werden müssen. Wie das eigentlich funktionieren soll bis zum 27. Februar. Wir haben heute den 7. oder 8. Januar. Das heißt, innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen muss da alles platt sein. Ist mir nicht klar, wie das funktionieren soll. Ich bin sehr gespannt. Das heißt im Prinzip, dass wirklich diese Rodungsarbeiten demnächst beginnen müssen. Und soweit ich das gehört habe, kann das auch funktionieren, weil wohl diese Arbeiten auf Risiko des Auftraggebers begonnen werden können, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeht und die Genehmigungen vorliegen. Das heißt also, aus meinem Verständnis wird Tesla sozusagen morgen, in Anführungszeichen, schon anfangen, dort die ersten Bäume umzulegen. Auch wenn die OVP zur Öffentlichkeitsbetrachtung im Moment auch noch ausliegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis zum Februar 2021 machen, weil sie ja irgendwie Mitte 2021 schon die ersten Autos ausliefern wollen. Das heißt, wir können im Prinzip davon ausgehen, dass die Rodungsarbeiten wirklich kurzfristig beginnen. Na gut. Interessant auch, dass alles, was dort gerodet wird, aus dem Gebiet herausgenommen werden muss, um zu verhindern, dass sich während der Rodungszeit dort neue Tiere ansiedeln. Okay, das mal, da habt ihr einen Einblick dazu. Und dann springen wir jetzt mal zu dem letzten Teil, den ich euch zeigen wollte, auf der Seite 180. Hier haben wir nämlich die zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter, die ich vorhin angesprochen habe. Also, wir fangen mal an. Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit, könnt ihr sehen, alles gering. Auch bei Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes und bei Einstellungen sind die Auswirkungen auf den Mensch gering. Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind gering bis mäßig durch den Baukörper hier. Schallemissionen sind während der Bauphase nicht gänzlich zu vermeiden, das ist klar. Und dann haben wir hier einen Fall hoch, nämlich Auswirkung einmal hoch durch die Errichtung. Das ist also die Waldumwandlung, also das Roden und die Umwandlung dieser Fläche. Der Verlust von Lebensräumen, von Flora und Fauna wird hier als hoch bewertet. Auf die Ausgleichsmaßnahmen bin ich ja vorhin schon entsprechend eingegangen. Schutzgut Boden heißt also Schadstoffeintrag in den Boden, Abfälle, Umgang mit wassergefällenden Stoffen und so weiter. Das ist alles hier auf gering. Schutzgut Wasser, könnt ihr hier auch sehen, steht alles auf gering, bis auf mäßig während der Errichtung, nämlich weil die Verdunstungsleistung der Forstfläche verloren geht. Durch die Ausgleichsmaßnahme an anderer Stelle, also zum Beispiel die Entsiedlung von ehemaligen Militärflächen, die wir ja in Brandenburg auch noch haben und die Wiederaufforstung dort und an anderen Stellen, wird dann an anderer Stelle diese Verdunstungsleistung wieder erbracht, sodass in Summe in der Bilanz die Verdunstungsleistung nicht verändert wird. Dann haben wir Auswirkungen, also wir sind hier noch, glaube ich, bei Boden gewesen, ist also bis auf diesen einen Punkt hier mäßig, beziehungsweise gar keine. Dann Auswirkungen auf das Klima. Hier haben wir auch wieder ein mäßig drin, nämlich schlicht und einfach durch das Verlorengehen dieser Waldfläche vor Ort kann weniger Wasser verdunsten, kann auch weniger Kaltluft entstehen. Und deswegen bezeichnet man das hier also als mäßig. Allerdings steht auch hier, die Veränderungen des lokalen oder globalen Klimas sind dadurch letztlich nicht zu erwarten. Das heißt also, es wird eine mäßige, eine Belastung geben, die allerdings sich nicht lokal oder global großartig auswirken wird. Das heißt, es kann zu einer minimalen Temperaturerhöhung dort führen, weil dieser Baukörper ja auch im Sommer gerade Wärme speichert und Wärme viel länger abgibt in der Nacht, als das Naturflächen tun.
Also dieser bekannte Hitzeinsel-Effekt, der auch in Großstädten zu beobachten ist. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man auch vor Ort natürlich Bäume pflanzt, das Dach mit Solar belegt und vielleicht auch noch andere Maßnahmen macht, um diese Auswirkungen weiter zu minimieren. Mal gucken. Dann haben wir, geht noch weiter mit der Luft, dann haben wir hier auch nochmal eine Auswirkung mit mäßig, nämlich durch die Rodung der Bäume, durch die Baumaßnahmen, durch die Maschinen, die eingesetzt werden, entstehen natürlich Schadstoffemissionen, entstehen auch Partikelemissionen, die dabei freigesetzt werden, die während der Bauphase also zu einer gewissen Beeinträchtigung führen werden. Dann haben wir Landschaft, das ist klar, das ist auch nicht zu vermeiden, dass so ein riesiger Baukörper, der dort entsteht, die Landschaft entsprechend beeinträchtigt. Hier ist also eine mäßige Beeinträchtigung festgestellt worden durch die Veränderung des Landschaftsbildes. Es wird allerdings auch gesagt, dass die vorhandenen Waldflächen drumherum das ein wenig kaschieren und dass auch dieses ganze Gebiet ja auch schon beeinträchtigt ist durch andere Industrieansiedlungen und auch durch die Autobahn und die Eisenbahnstrecke, die vorhanden ist. Dann haben wir Schutzgut, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. Keine beziehungsweise geringe Auswirkungen. Und ich scroll jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Hier hat man nochmal Wirkungsketten untersucht, also nicht nur einzelne Elemente, sondern wie die miteinander in Beziehung stehen. Unser ganzer Planet ist ja ein Ökosystem, das miteinander in Beziehung steht. Und man muss also aufpassen, selbst wenn die Auswirkung auf ein Element gering ist, mag sie vielleicht auf ein anderes Element entsprechend höher ausfallen, so dieser Dominoeffekt, den man hier untersucht hat. Das kennen wir ja auch vom Klima. Wenn also der Permafrostboden auftaut in Sibirien, dann bedeutet das, dass dort mehr Methan frei wird, was wieder Auswirkungen aufs Klima hat und dann vielleicht sich auch auf uns auswirkt. Also diese Wirkungsketten oder Wirkungspfade, die man hier untersucht hat, Luftboden, Tier, Pflanze, Mensch, Luftboden, Mensch, Luft, Wasser, Mensch, Luft, Mensch, Luft, Klima, Mensch, werden alle mit gering bewertet. Zum Beispiel, weil eben die eingesetzten fossilen Brennstoffe wie Erdgas hier effizient eingesetzt werden. Vielleicht mal ein Tipp an Tesla. Man kann ja auch mal über den Einsatz von Biogas nachdenken oder die Abwärme, die entsteht, vielleicht in die lokalen Fernwärmenetze einspeisen, falls es die dort gibt oder falls die dort gebaut werden. Da müssen ja jede Menge Wohnhäuser, vielleicht neue Kindergärten, Schulen, Einkaufszentren und Freizeitstätten gebaut werden, die alle auch beheizt werden müssen. Schwimmbad vielleicht. Warum nicht die Abwärme aus dieser Fabrik nehmen, um dort entsprechend zu heizen? Dann würde man sich nämlich die CO2-Emissionen an einer anderen Stelle vor Ort gleich wieder einsparen. Zumindest zum Teil. Ja, also das soll jetzt mal so der Schnelldurchgang gewesen sein durch diese Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist jetzt doch deutlich länger geworden, als ich vermutet hatte, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas Wesentliches vergessen habe. Sieht nicht so aus. Ein Einblick für euch. Wir haben dieses Dokument für euch verlinkt. Ihr könnt euch das in aller Ruhe selber dann mal zu Gemüte führen. Das ist natürlich eine Facharbeit, die an manchen Stellen nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Falls ihr Fragen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesen knapp 40 Minuten hier jetzt einen Einblick geben konnte, dass es interessant für euch war. Kurz und gut, es gibt Beeinträchtigungen, die können aber ausgeglichen werden. Und ansonsten denke ich, wenn man alles zusammennimmt, dann können wir uns hier in der Region sehr auf dieses Vorhaben freuen. Es wird einen Wirtschaftsschub geben. Die Umweltauswirkungen sind im Griff zu behalten und vor allem darf man nicht vergessen, dort werden Elektroautos hergestellt, die dann durch ihren Nichtverbrauch an fossilen Brennstoffen die Umwelt sehr viel stärker schützen, als sie hier durch diese Fabrik beeinträchtigt werden. Das ist zumindest mein Fazit. Wie seht ihr das? Bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Drückt auch bitte die Alarmglocke, damit ihr immer informiert seid, wenn es hier bei uns weitergeht und neue Videos dazukommen. Vielleicht auch bald wieder zur Gigafactory 4. Mal schauen. Bis dahin, Julian sagt ciao. Ciao.